Komm, ich spiele ein bisschen vor. Ja, ich hock mich hin und sie sagt, Schatz, ich geh dann. Und ich sag, okay. Ich sag, okay. Streicht es. Gisela, hör auf zu schreiben, streicht es. Alles klar. Danke, Gisela, bist du Schatz? Frohlocket, wir haben wieder einen Cheater, also hoffe ich doch. Ich hoffe, dass es wirklich so ein richtig abgeranztes, abgefucktes kleines Stück. Und da beginnt auch schon das Spiel. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Es steht 11-10. The Suspect hat eine KD von 28-13, total locker noch. Oh mein Gott, wartet kurz, wir brauchen doch auf jeden Fall die halbe Packung hier an Geschwindigkeit. Und da sei es schon mal direkt gesagt, Leute, hey, wenn so spät gedrückt wird, dass jemand cheatet, ich finde... ich weiß auch nicht. Gut, nee, man kann da jederzeit anmachen. Streicht es. Gisela, hör auf zu schreiben, streicht es. Alles klar. Danke, Gisela, bist du Schatz? Gut. Ich habe jetzt mal ganz langsam gemacht. Achtung. Was macht er jetzt? Also ich würde sagen, schon mal alles in Ordnung. Zu eine Trilliarde, Hundertstel, 80 Millionen Prozent. Schöne M4. Die passt super zu deinen Schuhen, Gisela. Also, da draußen kommt jetzt gleich Kite reingeschlappt. Er aimt auch sehr, sehr niedrig hier in The Suspect. Aber mache ich ja auch. Total clear noch alles. Vielleicht wurde er wegen Griefing gefickt. Man weiß es nicht. Vielleicht schießt er gleich im Mate übelst in den Arsch oder so. Aber bis jetzt finde ich das wirklich super, was der macht. Meine Herren, dieser Spieler verdient den Ehrenpreis in Counter-Strike, den er spielt. Ehrenhaft. Okay. Ist auch noch auf jeden Fall machbar. Er ist der Letzte. Er muss ultra vorsichtig sein. Darüber up-aimen, da hoch up-aimen. Niemand da, gut. Er hat, denke ich, keinen... Dieser letzte Blick jetzt auf oben war... Ah, hat er den jetzt gesehen kurz? Ich hab's nicht sehen können. Es ist jetzt aber doch merkwürdig. Also er weiß, dass da Mitte oben einer steht, obwohl die Bombe bei kurz liegt. Also jemand, der keinen Warlock hat, hätte sich für irgendeine Waffe entschieden und wäre dann jetzt eben auf kurz gegangen, um die verschissene Bombe zu holen. Oder auf A, um dann auf kurz zu gehen. Also als hätte er wirklich gerochen, dass da noch einer steht. Er wusste, da oben ist der letzte Geilmann, wenn man nicht zurückspulen kann. Mal gucken, was er mit dem macht. Total clear noch. Wahrscheinlich hat er den noch schlappen gehört. Er hat den da oben noch nicht gesehen. Vielleicht eine Millikante von ihm, aber eigentlich kann er ihn nicht sehen. Unten kommt auch einer. Halb ist auf jeden Fall ausreichend, glaube ich. Er schaut da alibimäßig hin. Er schaut da sogar sehr genau hin. Also ich weiß nicht, ob das ein Alibi ist, war oder sein sollte. Und er hat da auch voll spät erst gesehen. Also doch Slow-Mo-Reaktion oder auch Homo-Reaktion. Den hätte ich auch erwartet da drin, auf jeden Fall, ganz klar. Wenn der Spielzug so verläuft, dass da eine Smoke liegt, wäre ich auf jeden Fall auch da aufmerksam gewesen. Komm, ich spiele ein bisschen vor. Also bis auf diese eine kleine Sache, wo vorhin jemand auf Upper Mid stand und er so komisch, er hat, als hätte er es gerochen, da bis jetzt doch alles ganz gut. Und es könnte ja trotzdem sein, dass er ihn vielleicht gehört hat kurz, als er noch in Cutters war. Da kann man bis auf Mitte hier hören, ohne Probleme, glaube ich. Mal gucken, was er mit dem da unten macht. Ob er jetzt aufhört, dahin zu aimen. Gut, den hat man gesehen. Den hat man auf jeden Fall da unten gesehen. 39-13. Eigentlich, also wirklich, völlig im Rahmen, finde ich. Jetzt habe ich nicht geguckt. Scheiße. War das jetzt suspektierend? Nee, oder? War ein Schonderschuss. Guck mal, geht jetzt unten lang. Mal gucken, wer jetzt abaimt hier. Wie frei er sich hinstellt. Genau, er aimt da hoch. Okay. Molotow. Was macht er mit dem auf kurz? Er behält die Cam so, dass man ihn weiterhin sieht. Also das hat sich jetzt doch stark, das hat doch stark nach nach Wallhack ausgesehen, oder? Er hat beide Gegner immer in der Kamera, also in seinem Blickfeld gehabt. Und hat gewartet, bis der andere oben weggelaufen ist. Ich weiß es nicht, ob er weggeschlichen ist oder gerannt. Scheiße, Mann. Ich drücke ihn trotzdem Wallhack, oder? Komm. Hat er verdient, der Dödel, weil er so eine hässliche Diegel hat. Guck mal, jetzt geht er runter. Mal gucken, was er macht mit denen. Aus dieser Situation. Vielleicht ist er ja so gnädig und lässt es noch eine Runde. Mal gucken. Ich würde mir noch eine Runde wünschen mit ihm. Sehr gut. Wir können uns noch eine Runde angucken. Okay. Also, wenn jetzt noch was kommt... Nee, wir müssen ihn bannen. Wir müssen ihn bannen wegen Wall. Hat er schon verdient. Aber das vorhin sah ganz, ganz merkwürdig aus. Bilde ich mir das nur ein, Leute. Rede ich mir da zu viel ein? Könnt ihr mir das mal vielleicht auch an der Stelle hier sagen? Und übrigens auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben geben für das so. Das ist keine Dichtung. Nein, das ist dein Haargummi. Vorhin hat er einfach ihr Haargummi rumliegen lassen, nicht? Is far away. Jetzt bin ich aber noch sehr gespannt. Ja, war schon nicht schlecht. Er aimt manchmal so kurz auf, so wie gerade eben, ne? Hat einfach genauso auf sie geguckt und bleibt kurz so stehen, ne? So, und dann geht er weiter. Es kann natürlich auch Zufall sein, aber mit diesen Zufällen von vorhin, langsam, es häuft sich. Es häuft sich ja bei ihm doch wirklich stark. Ich gebe ihm eine Empfehlung für Warlock, gebe ich ihm auf jeden Fall. Aber sonst schlaft's. Sonst schlaft's bei ihm. Mit seiner kleinen Waffe, die er da hat, mit der Beißen.
Das war vielleicht sogar... Na, man hat ihn gehört. Aber dennoch könnte es sein, dass er ihn auch gesehen hat schon, ne? Mal schauen, was er mit ihm da auf B drauf macht. Man geht weg, okay. Die sind so wahnsinnig, weißt? Die sind so... Karen, die sind so wahnsinnig. Also da vorne kommt gleich einer davon rechts. Kann man ihn hören? Nee. Ich glaube, man konnte ihn, glaube ich, nicht hören. Das war in Ordnung eigentlich. Da habe ich jetzt wieder auf andere Dinge nicht geachtet. Ich schaue dann halt... Ich achte immer nur auf XY und manchmal bleibt dann Z außerhalb meines Sichtfelds. Und ihr sagt dann, ja, hast du dich gesehen, dass der gerade eben geflogen ist und so? Und dann sage ich, was? Ich dachte, das kann man in dem Spiel halt so von Haus aus. Ich habe ein Fallout Best-of gemacht bekommen. Leute, ich lade es demnächst hoch mit Nennung und allem. Richtig edel, Alter. Wie geil das geworden ist. Ihr könnt es nicht glauben. Ihr könnt es nicht glauben. Und ich will gerade Fallout auf und ihr wisst, was passiert. Wisst ihr, was passiert? Update. Noch, ich bin jetzt gerade bei 88%. Wisst ihr, ich will schnell was aufnehmen, beziehungsweise ich will jetzt schnell starten, um endlich aufnehmen zu können. Meine Freundin geht einkaufen, danach guckt sie noch ihre Serien und sowas und ich denke mir, geil, jetzt kann ich wieder richtig Kram für euch produzieren. Ich muss doch langsam wieder aus der Pötte kommen. Jetzt immer am Wochenende kommt nichts. Das regt mich selbst ziemlich stark auf, weil ich euch doch versorgen will. Auf jeden Fall, ja, ich hab mich hin und sie sagt, Schatz, ich geh dann. Und ich sag, okay. Ich sag, okay. Und dann muss ich ein Update machen. Jetzt habe ich halt erstmal jemandem in Wallhack reingedrückt, ne? So. Kein Aim Assistance, kein Griefing, ich meine kein External, kein Bums. Viel Spaß damit!